Was darf alles der Mann an der Frau sehen, wenn sie normalerweise Niqab trägt, wenn er um ihre Hand anhalten kommt? Natürlich mit Mahram und ihr Vater ist dabei. Er darf von ihr alles sehen, was ihn dazu beiträgt, dass er sie heiratet. Achi, barakallahu fik, wir haben Unterricht. Nochmal, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Er darf von ihr das alles sehen, was ihn bewegt, dass er sie heiratet. Er darf ihr Gesicht sehen, ihre Hände. Die Frau sollte eigentlich vortreten, dass sie so wie zwischen ihren Maharem sein.